Eigentlich wollte ich diese Videos noch am 19. April hochladen. Das schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Denn ich musste den Dreh gerade ein bisschen nach hinten schieben, weil ich mir gerade zwei ultra geile Dokus auf Arte anschauen musste. Vor allem bei der ersten Doku musste man als Mensch mit einem Open Mind alle 10 Sekunden klatschen. In der Doku haben die fast über einer Stunde lang Argumente vorgetragen, warum Drogen legalisiert werden sollten. Die Doku heißt Drogen kann man nicht erschießen. Ihr solltet sie euch unbedingt anschauen. Ich habe sie euch in der Beschreibung verlinkt. Wir tun jetzt aber einfach mal so, als wäre es noch der 19. April. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche euch einen wundervollen Bicycle Day. Heute vor 74 Jahren hatte Albert Hoffmann den ersten LSD-Trip der Welt. Na, was habt ihr im Bicycle Day so gemacht? Hat wer von euch LSD genommen? An einem Tag wie heute muss ich also ein Video über LSD machen. Ich probiere schon seit einer Woche LSD-Microdosing inklusive heute und ich wünschte, ich könnte darüber ein Video machen, aber ich denke, ich muss da noch ein bisschen rumprobieren, damit ich mir da endgültig ein Urteil über das Ganze machen kann. Wie ihr im Titel schon erkennen könnt, werde ich nun Stars aufzählen, die schon mal LSD genommen haben. Beziehungsweise Stars, die das schon zugegeben haben. Es gibt bestimmt etliche Stars, die das gemacht haben und die da nie drüber gesprochen haben. Theoretisch sollte es uns egal sein, was Stars so in ihrer Freizeit machen, aber dieses Video ist sehr gut, um Menschen zu zeigen, dass LSD einen reich und berühmt macht. Nein, wenn das nächste Mal dein konservativer Freund Bernhard Meyer zu dir meint, LSD ist schlecht, bla 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 bla. Dem kannst du dann sagen, wenn LSD so schlecht ist, wie kann es sein, dass Shia LaBeouf schon mal LSD genommen hat? Dem scheint das auch nicht geschadet zu haben. Der scheint auch noch ein normales Mitglied unserer Gesellschaft zu sein. Rascal was a wildcat when it was 4 degrees outside. Ebb and flow. Okay, schlechtes Beispiel. Okay, das Geile im Fall Shia LaBeouf ist, dass er das Ganze gemacht hat, um sich auf eine Rolle im Film The Necessary Death of Charlie Countryman vorzubereiten. Anscheinend hat er das Ganze auch gefilmt und an die anderen Darsteller geschickt. Ich konnte jene Aufnahmen aber leider nirgends finden. Das Komische an der Sache, im Drehbuch des Films steht nirgends was von LSD. Es ist lediglich von Ecstasy die Rede. Luke put Carpathian Ecstasy in your beer. Sehr komische Sache. Und auch die Droge Ecstasy wird in dem Film ziemlich falsch porträtiert. Im Film sieht Shia dann auf einmal alle im Raum nackt. Shia scheint ein verrücktes Kerlchen zu sein und das ganz ohne die Hilfe von LSD. Wow. Shia, what are you doing? Why are we in this weird situation? Wenn eine neue Story rauskommt, bei der er mal wieder was Verrücktes gemacht hat, ist die Reaktion der meisten Menschen wahrscheinlich so, dieser komische Freak. Für mich wird er durch sowas sympathischer. Ich stehe auf solche verrückten Menschen. When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Shia, abschließend noch eine Frage. Was hältst du jetzt von LSD? Kannst du es empfehlen? Do it! Just do it! Okay. Shia LaBeouf ist jetzt auch nicht das beste Beispiel, um Menschen zu zeigen, dass auch normale Menschen LSD nehmen. Vielleicht ist es aber Jack Nicholson. Here's Johnny. Hey, warum wurde jetzt die Szene eingeblendet? Die hat nichts mit LSD zu tun. Jack Nicholson gab zu, in den 60ern mit LSD experimentiert zu haben. LSD inspiriert ihn sehr beim Schreiben des Drehbuchs zum Film The Trip. Ein Film, der unter anderem eine große Rolle für seinen Durchbruch gespielt hat. Jack Nicholson spielt ja auch die Hauptrolle im sehr guten Must-See-Film One Flew Over the Cuckoo's Nest. Der Autor des Buchs zum Film, Ken Cassie, hat dieses Buch ebenfalls nur geschrieben, weil er durch LSD inspiriert worden war. Er war damals Proband bei LSD-Experimenten der CIA. Lucy in the Sky with Diamonds. Ich muss das Lied selber singen, damit ich keinen Copyright-Strike kriege. Wen man beim Thema LSD nicht vergessen darf, sind natürlich die Beatles. Die haben ja sogar Lieder über die Droge geschrieben. An dieser Stelle kann ich es auch wirklich sehr empfehlen, auf LSD mal die Beatles anzuhören. Hört sich da wirklich sehr gut an. Als nächsten berühmten LSD-Konsumenten haben wir die Person, die ein richtig geiles Titten-Thumbnail für dieses Video rechtfertigt. Angelina Jolie gibt zu, auf LSD Disneyland besucht zu haben. Sie erzählt, dass ihr damals Mickey Mouse wie ein kleiner mittelalter Mann, der sein Leben hasst, vorkam. Jemand, der natürlich auch LSD probiert hat, ist Russell Brand. So I agree with you, but I'm not suggesting anyone should go around taking acid all day long, because when I did do that,
I just gave away my bike. Drugs are bad. Dieser war ja auch drogenabhängig. Ich glaube, er war süchtig nach Heroin. Er propagiert aber noch nach wie vor den Nutzen von psychedelischen Drogen und wirbt für ein Ende des Drogenkriegs. Dass Steve Jobs in seiner Jugend an die 15 Mal LSD genommen hat und dies seiner Aussage nach ein sehr bedeutender und entscheidender Teil seines Lebens war, ist mittlerweile ein weit verbreiteter Fakt. Aber dass sein Rivale Bill Gates ebenfalls damit experimentierte, wissen weniger Menschen. Er selbst ist da aber sehr schweigsam und verrät leider kaum Details. Meine Lieblings-LSD-Konsumenten sind aber nach wie vor die Schöpfer von South Park, Matt Stone und Trey Parker, welche auf LSD die Oscar-Verleihung besuchten. Das war meiner Meinung nach die geilste Aktion seit Ups die Pannenshow. Aber das habe ich in einem sehr ähnlichen Video schon genauer besprochen, und zwar in die lustigsten Drogenstars. Dort zähle ich noch weitere berühmte Drogenkonsumenten auf, wie Seth Rogen, wo ich mir sicher bin, dass der auch schon mal LSD genommen hat. Bevor ihr hier klickt, um euch dieses Video anzuschauen, befehle ich euch, diesem Video 5 Sterne zu geben und diesen Kabal zu abonnieren, falls ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000.